Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen hier zum RTF1 Kneipentalk im Lamm in Oferdingen. Wie immer rockig begrüßt, wenn auch heute ein bisschen unplugged und ein bisschen dezent, schön von unserer K.O.-Band. Euer Applaus. Und bitte begrüßen Sie mit mir meinen Co-Moderator Nils Hebben. Hey! Hallo Nils! Roland! Mein Bester! Großer Applaus, wie immer, für unser kongeniales Publikum. Hey, hallo! Hey! Bravo, bravo, bravo! Das Wichtigste natürlich unser heutiger Live im Lamm Stargast. Er ist ein echtes Oferdinger Kind, zur Schule gegangen in Oferdingen und in Reutlingen, dann Banklehre gemacht, bis zum Filialleiter aufgestiegen, war hier Fußballer, Vereinsvorsitzender und vor allem zwei Wahlperioden Bezirksbürgermeister. Heute natürlich mittlerweile hochdekoriert, immer noch aktiver Tennisspieler. Wir begrüßen im Lamm Herr Dieter Gehr! Bitte schön! Hallo! Hallo! Herzlich willkommen! Hallo, Herr Gehr! Grüß Sie! Bitte sehr! Dankeschön! Es ist ein richtiges Heimspiel für Sie heute, oder? Dieter rufe hören. Selbstverständlich! Aber das erspart Ihnen nicht die zentrale Frage des Abends. Die zentrale Frage des Abends? Was trinken die Herren? Scholle, Rot, Sauer. Hey! Heute nochmal Nils vor der großen Sommerpause ein schönes Wasser. Oh. Und lieber Roland, heute für mich vor der Sommerpause mal was ganz was anderes, ein schönes großes Bier. Jawohl. Ja. Oh, und Hokus Pokus, gleich sind wir schon wieder da. Geht ja richtig. Ein Applaus hier für Chefkellner Lusa Martis aus hey, dem Lusa. Lieber Herr Gehr, bevor ich Sie ins Verhör lasse, Prost. Aber gut eingeschenkt, muss man sagen. Zum Wohl. Schön Oferdinger, so üblich. Ehrlich? Geht nichts über Oferdinger Wasser. Herr Gehr, können wir mit biografischen Dingen anfangen, wenn es geht, ein bisschen lustig. Sie sind offensichtlich ein sehr gut drauf sich befindender Mensch. Ich hoffe es. In Tübingen geboren, muss man festhalten. Aber dann aus der Klinik geflohen. Da stehe ich dazu. Und in Oferdingen aufgewachsen. Genau. Zur Schule gegangen hier. Jawohl. Und dann in Reutlingen auf die Hermann-Kurz-Schule. Schule, später Wirtschaft, das machen wir ein bisschen kurz. Das war wahrscheinlich nicht so wahnsinnig spannend. Nee. Dann eine Banklehre gemacht, Sparkassenbetriebswirt. Ja. Aber dazwischen gab es dann doch ein paar lustige Episoden. Ich gebe Ihnen drei Stichworte. Erstens, Schwimmbad. Schwimmbad, das ist natürlich für Oferdinger was ganz Besonderes. Die Oferdinger sind nicht im Schwimmbad oben am E-Werk geschwommen, sondern die Oferdinger, die sind unter dem Welle geschwommen. Das ist das Gebiet, wo heute das Klärwerk Nord steht. Und da hat jeder, der in Grundschule ging, fast da unten schwimmen gelernt. Da sind die Großen, die 5. bis 8. Klasse, haben den 1. bis 4. Klässler Schwimmer beigebracht. Ja, war das jetzt im Neckar oder was Separates? Das Schwimmbad?
Das Schwimmbad war oben am Wehr. Klar, aber unten? Das war kein Schwimmbad, das war der Neckar. Das war der Neckar, der ist da gestaut. Nee, gestaut ist schon oben am Wehr und da unten ist der Fliesen gewesen. Deshalb hat man aufpassen müssen, an der Reisende, da konnten nur die geübten Schwimmer schwimmen, weil das war so schnell, da sind die geschwommen bis zum Steinerner Gaul. Das ist zwischen Oferdingen und Mittelstadt, den gibt es auch heute noch. Und die mussten allerdings noch zurücklaufen, weil zurückschwimmen gegen die Strömung, das war immer ein bisschen schwierig und kraftanstrengend. Das hat keiner geschafft. Und in der Schule war es ja auch so, weil Sie das gerade beim Schwimmen gesagt haben, war eigentlich eine zweiklassige Schule, oder? Also bei mir schon. Der Klasse 1 bis 4 hat einen Lehrer gehabt und die Klasse 5 bis 8 hat auch einen Lehrer gehabt. Das war die Gemeinschaftsschule vorweggenommen. Perfekt. Hat sich bewährt oder ist außer Dieter Gier da niemand was geworden? Und aus jedem ist was geworden. Jedem ist was geworden. Denn da hat man sich natürlich auch angestrengt. Jeder wollte ja vorwärts kommen. Und natürlich hat man von hinten, von den Eltern auch immer den Daumen im Kreis gespürt. Zweites Stichwort, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil man keine mehr sieht. Straßenbahn, wie war das? Da ist ewig Schad drum. Oh je, hört man da. Ja. Also die Straßenbahn von Reutlingen nach Altenburg mit dem Depot in Oferdingen, das betone ich, weil das war die Garage der Straßenbahn, die wurde am 1. August 1928 eingeweiht. Und ich habe heute nochmal nachgelesen, da stand dran, wo der erste Zug in Rommelsbach eingefahren ist, in Kirchenglocken geläutet und der Gesangfrei hat unten an der Haltestelle gesungen und Kinder haben ein Vesper gekriegt. Und der OB von Reitlingen hat gesprochen, der Schulders von Rommelsbach hat gesprochen und in Oferdingen war es natürlich genauso. Und die Leute sind nachher eingeladen worden in die Wagenhalle draußen zum Vesper. Und warum gibt es das heute nicht mehr? Die Straße, aber wäre ja heute der Traum. Tja, das ist schade. Damals hatte ich halt noch nichts zum Sagen gehabt. Ja gut. Vielleicht wäre es noch anders geworden. Bestimmt, bestimmt. Ganz bestimmt, okay? Und jetzt muss man, war die voll elektrifiziert oder wie die war? Die war voll elektrifiziert, ist also mit Strom gefahren. Und das Schöne war, ich meine, nachdem ich noch von der 5. Klasse an in Reutlingen-Schule ging, im Winter hat es natürlich sicherlich auch geschneit, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr wie heute. Und da hat es natürlich sein können, wenn es geweht hat, oben am Bohle, dann war das ganze, die Straßenbahngleise waren zu, die Straßenbahn konnte nicht fahren. Und dann mussten die Bauarbeiter, die ja im Winter wetterbedingt nicht arbeiten konnten, bei Nacht raus und mussten die Schiene freischaufeln. Und wenn sie es halt nicht geschafft hätten, dann ist eben die Straße weggefahren. So, und dann kam die Ausbildung bei der Kreissparkasse. Sie haben eine Banklehre gemacht und Sparkasse Betriebswirt. War das Berufung? Wollten Sie immer mit Geld zu tun haben oder was hat Sie zur Sparkasse geführt? Also zu dem Beruf bin ich gekommen, wie sagt man so schön, wird Jungfrau zum Kind. Also das war noch in der Schule, ich habe mich beworben bei Licht und Kraft, weil der Inhaber, das der was war das für eine Firma? Licht und Kraft war mit Elektro-Sachen, Motoren und so Sachen in die Zug. Und der alte Chef, das war einer aus Oferding, und da haben wir beworben gehabt, als Stift im kaufmännischen Bereich, hat noch eine Zusage gehabt. Und dann hat mein Hintermann, der in der Schule gesagt, er hat sich bei der Sparkasse beworben. Und obwohl mein Vater abends heimkam, habe ich gesagt, du, das wäre eigentlich auch was. Okay. Und dann habe ich mich beworben, habe nach kurzer Zeit gesagt, ich soll mir vorstellen, bin ich noch. Und dann hat es geheißen, ich kriege Bescheid, innerhalb 8 Tage keine Zusage gehabt. Und dann habe ich gesagt, dann gehe ich zur Sparkasse. Und daraus haben Sie praktisch Ihren Beruf gemacht. Sie war dann in der Kreditabteilung und Sie war am Schluss Filialleiter in Kirchentellens, oder heißt Filialdirektor? Direktor heißt Neudeutsch. Ja. Also gut. Wenn man natürlich so weit oben ist, dann muss man sich ein paar aktuelle Fragen gefallen lassen, Herr Gier. Wie findet Sie die neueste Entscheidung, dass Europa eine Schuldengemeinschaft wird und ja, ich sage es jetzt ein bisschen salopp, Deutschland für alle haftet, ist das okay? Nein, also ehrlich gesagt, wenn Sie Schulden machen, wäre ich auch wieder dafür, dass ich es zahlen muss. Nicht unbedingt. Und so ist es auch bei Staaten. Also
Denn nachher kriegen wir das nie mehr los. Nachher sagen wir, ja, wir machen Schulden, die Deutschen werden schon zahlen. Und wenn man schöner Tag ist bei uns genauso, dann haben wir auch kein Geld mehr. Und dann ist die Sache dann noch schwieriger. Und ich denke, jeder soll seine eigene Schulde selber zahlen. Eine gewisse Unterstützung möchte ich nicht ablehnen. Aber dass wir für die gesamten Schulden der Europäischen Union dann haften müssen, das halte ich für weit überzogen. Und das ist auch nicht meine Meinung und dafür bin ich auch nicht. Und wie ist es Ihre Prognose sozusagen? Hält sich der Euro mit diesen Maßnahmen oder, um den Banker zu fragen, wo muss man sein Geld, kann man es noch anlegen oder ist Euro eine Frage der Zeit, bis der von uns der Bach runtergeht? Also das ist eine Frage, ich glaube, die kann man im Moment nicht beantworten. Ich meine, das Geld, die Geldanlage, wo ich mein Geld anlegen soll, würde ich so sagen, ich würde dorthin gehen, wo ich einen Bezug habe, und das sind die Regionalbanken. Die Sparkasse. Die Sparkassen und Volksbanken möchte ich damit einschließen, denn die sind vor Ort, die Leute kennt man und die Leute machen da auch keine USA-Geschäfte oder machen da auch keine Geschäfte in Asien oder wo auch immer. Die investieren wieder in der Region, unterstützen den Mittelstand mit Geld, damit die ihre Aufträge abwickeln können. Und da würde ich mein Geld hinlegen. Und man muss sich natürlich eines merken, und das war schon zu meiner Zeit, wo ich noch Stift hat es damals geheißen, heute heißt er Auszubildender, hat es immer einen prägnanten Satz gegeben. Je höher der Zins, je höher das Risiko. Und wenn man sich an das hält, immer, es ist im Moment eben so, dass der, wo Geld braucht, ist im Vorteil, der kriegt zum 2,7 oder 3%. Und der, wo Geld hat, der ist halt jetzt im Moment im Nachteil, aber kriegt 0,8 oder 1,2. Aber wenn er es bei der Bank, Volksbank oder Sparkasse anlegt, da ist sein Geld sicher, denn die investieren ihr Geld hier im Kreis und haben auch eine Abdeckung durch den Fonds der Sparkassen, wenn nun mal eine Sparkasse in Schwierigkeit kommen sollte. Zum Sportler, Dieter Gehr. Sie haben Fußball gespielt, ja. Natürlich in Oferdingen, wo sonst? Oh ja, beim SSV. Oh! Hat man doch die große Karriere im Blick gehabt, oder? Ja, nein, ich meine, das ist zustande gekommen, weil auch ein Kumpel dort nachgegangen ist. Dann bin ich auch mal ein Jahr dort gewesen. Aber haben dann gesehen, dass meine Künste dann doch nicht so groß sind, da man dort sich etablieren könnte, und bin dann wieder nach Oferdingen zurückgegangen. Und das ist dann ja eigentlich schön gelaufen. Sie waren aktiver Spieler und sind dann irgendwann mal sogar Vereinsvorsitzender geworden. Ja, ich war mit 29 der jüngste Vereinsvorsitzende damals im Sportkreis Reutlingen. Echt? Ja. Haben Sie früher aufgehört wegen einer Verletzung oder wie ist das gekommen? Nee, das war damals, ich bin 69 auf der Sparkassenakademie gewesen und habe das dann ausgesetzt, weil mir einfach das Risiko zu groß war, wegen einer Verletzung, dass ich dann eventuell was versäume. Und dann habe ich ausgesetzt und habe dann noch ein Jahr gespielt. Und noch, wo ich Vorstand war, habe ich gesagt, das hat ja noch auch keinen Wert mehr. Zweigleisig wollen wir nicht fahren, sondern wir machen das eine und das richtig. Und wie ist Dieter Gehr dann Bezirksbürgermeister geworden? Und was ist das eigentlich? Warum heißt es nicht Bürgermeister? Ja, wie ist der Dieter Gehr Bezirksbürgermeister geworden? Ich meine, wie komme ich in die Politik? Wie vieles eben abfärbt von den Eltern. Mein Vater war Vorstand vom Sportverein, mein Vater war im Gemeinderat damals und dann bin ich halt einmal gefragt worden, du kannst doch auch kandidieren. Und so kam ich in die Gemeindepolitik und Bezirksbürgermeister heißt es deshalb so, weil wir ein Stadtteil von Reutlingen sind. Mhm. Ich meine, in den anderen Gemeinden heißt es ja Ortsvorsteher. Mhm. Aber im Eingemeindungsvertrag zwischen Oferdingen und Reutlingen hat der damalige, wo wir noch selbstständig waren, Bürgermeister Walker gesagt, also Ortsvorsteher, das ist für die ehemals hauptamtlichen oder ausgebildeten Bürgermeister einfach eine Abwertung. Mhm. Und sie möchte das als Bezirksbürgermeister tituliert haben und daher kommt der Bezirksbürgermeister. Ist aber eine ehrenamtliche Tätigkeit. Das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, also waren Sie voll berufstätig, ja. und aber das ist ja doch sicher relativ viel Arbeit gewesen. Wie viele Tage haben Sie da dafür investiert? Also es ist so, man hat einen Bezirksamtleiter gehabt, der das Tagesgeschäft gemacht hat. Ich meine, wir haben eben dann, sagen wir mal, die Verbindungen zur Stadt, wenn Verhandlungen angestanden sind oder auch Verhandlungen mit Bürgern, das haben dann wir gemacht, die Bezirksbürgermeister. Und das hat man meistens dann abends gemacht. Ich meine, wenn man es richtig machen wollte, hat man also, sagen wir mal, im Monat
eine knappe Woche investiert. Wobei, irgendwo habe ich gelesen, es sei insgesamt eine schwierige Zeit gewesen. Inwiefern? Ja, das war damals, haben wir in Oferdingen zwei Listen gehabt. Das ist abgeleitet worden. Damals ist in Oferdingen Umgehungsstraße geplant gewesen. Mhm. Und da hat es, wie das in jedem Fall eben so ist, hat Befürworter und Gegner gegeben. Aha. Und daraus hat sich dann haben sich die zwei Listen gebildet. Und jeder hat natürlich geguckt, dass seine Liste Vorteile erringt. Und wenn wir was hätten, sind die anderen nicht unbedingt dafür gewesen und umgekehrt genauso. Und wie aber ist eine gebaut worden oder nicht? Nee, die Ortsumgehung ist nach wie vor, wie sie jetzt ist, die ist nicht gebaut worden. Die läuft ja immer noch durch den Ort. Am Lamm vorbei, deshalb. Richtig, das ist ein schönes Stichwort noch, bevor wir zu unserem Ritual kommen. Das Lamm war früher, haben Sie mir mal erzählt, das Kommunikationszentrum von Oferdingen. Das Lamm war das Kommunikationszentrum von Oferdingen. Im Lamm waren die ganze Weihnachtsfeier, im Lamm war der Fasching, im Lamm waren die Hochzeiten. Im Lamm hat man sich getroffen. Hat die der Geher im Lamm geheiratet? Selbstverständlich. Ich meine, ich habe hier geheiratet und wie gesagt, damals laut Spielerversammlungen haben im Lamm stattgefunden. Nach dem Training ist man da hergegangen, man ist nach dem Spiel hergegangen. Oben auf der Bühne ist immer noch der Westzuber gestanden, da haben sich die Gäste ein bisschen frisch gemacht. Gell? Ich meine, damals war man noch nicht ganz so, dass man jeder hat eine Dusche gekriegt. Aber man war auch zufrieden und es war eine schöne Zeit. So ändern sich eben jetzt die Zeiten. Aber ich denke gerne an die Zeit zurück. Das Verhältnis, Kameradschaft war damals sicherlich ausgeprägter wie heute. So ändern sich die Zeiten. Gut, Nils, mein wunderbar, Leben. Dein Auftritt. Herr Gehr, ja, man hat hier schon sehr viel erlebt, Ihre Hochzeit und so. Ja, habe ich jetzt gerade mitbekommen. Aber das entscheidende Ritual bei Live im Lamm haben Sie noch nicht gehabt. Ja? Das ist der Schwäbisch Tequila. Ich bin ein Schwabe und habe deshalb das auch schon gehabt. Nicht hier im Lamm, aber in unserem Clubheim. Aber wohl auch nicht Tennis. Bei der Konkurrenz? Nein, im Tennishäusle beim TSV. Okay, da schicken wir dann mal unsere Leute vorbei, dass das aufhört. Das sind nur wir hier im Grunde genommen. Kein Exklusivrecht. Alleinstellung. Okay, dann wissen Sie, wie es geht? Natürlich. Es war niemand wirklich im Lamm, wenn er nicht den Schwäbisch Tequila gehabt hat. Also, bitteschön. Greifen Sie zu, Roland. Willst du es halt nicht vormachen? Ich mache es natürlich immer vor, das ist ja klar, aber er weiß ja schon, vom Tennishäusle. Vielleicht hätten Sie nur ein anderes Ritual. Man muss aufpassen, das große Glas ist von Roland. Der wird stinkesauer, wenn das jemand trinkt. Ja, das hatten wir nämlich auch schon, dass jemand das große Glas getrunken hat und der Roland ist so stinkesauer geworden, dass wir die Sendung abbrechen mussten. Okay. Klar, weil das gut, ich mache es vor. Für Sie, für dich, für Sie. Erst Flecken, dann hier und die Zitrone, die Schwäbische hinterher. Gut, sehr gut. Gute Schwarzwurst. Sehr gute Schwarzwurst. Mhm. Ich fand das Thema gerade sehr interessant mit dem mit dem Sparkassentipp. Also wenn ich jetzt 5 Euro in der Tasche habe, ja, also unter uns. Tun wir mal so, wenn die Kameras nicht da sind. Wie kann ich reich werden? Tja, wenn sie Lotto spielen. Okay. Naja, 1 zu, was weiß ich, 100 Millionen. Ich sage, meine Damen und Herren, wer Lotto spielt, wird reich. Wer Fragen hat, hier, liebe Gäste, es liegen wie immer unsere beliebten Bierdeckel auf den Tischen. Und wenn man diverse Anlagetipps braucht, wie Lotto spielen oder was weiß ich, was denn noch? Aber wegen 5 Euro, da würde ich sagen, die legen sie auf die Wirtschaftsbank und trinken beim Loser 2 Bier. Ja. Und dann wird man auch reich. Sagt er dem ab. Zufrieden! Zufrieden! Also, für Säuse und sonstige weiteren Finanztipps liegen hier diese Bierdeckel auf den Tischen. Bitte die Fragen draufschreiben und wir fragen sie nachher an den Dieter Gehr. Vielen Dank! Vorher freuen wir uns noch auf das Zwischenspiel von der K.O.-Band. Du siehst ja heute cool aus.
Ich muss sagen, der Patti hat, aber der Patti hat heute eine richtig gute Frisur. Letztes Mal war es grenzwertig, gell? Ganz grenzwertig, ich weiß gar nicht, wie man das macht. Ach Roland, aber wenn du das einmal zu mir gesagt hättest in diesen Sendungen, da wäre ich so glücklich gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man aus meinen Haaren so Irokesen hochkriegt. Ja, aber du könntest, hättest ja meine Frisur, du hättest ja mal beobachten können, dass ich mich für dich hübsch gemacht habe. Ich finde... Oh. Hey, ich bin heute zum Heilen, oder? Genau. Ja, mach das mal. Ja, okay. Gut, okay. So, jetzt machen wir ein ganz neues Stück von uns, das heißt, war gut so. Frei wie der Wind. Dankeschön. Dankeschön. Herr Gehr, im zweiten Teil geht es ein bisschen um menschliche Dinge und so, aber ich möchte doch vorher noch ein paar Sachen abklären. Sie sind zwei Wahlperiode Bezirksbürgermeister gewesen, haben nebenher Tennis gespielt, bis auf den heutigen Tag aktiv und haben sehr viele Ehrungen erhalten. Eins habe ich gelesen, das hieß, ein bisschen mal genau nachgucken, dass ich es nicht falsch sage, Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Ja. Heißt, ist das Bundesverdienstkreuz? So was Ähnliches. Früher hat es Bundesverdienstkreuz geheißen, heute ist es ein anderer Name, weil irgendwie hängt es anscheinend mit dem Alter zusammen, dass man das
Bundesverdienstkreuz erster Klasse, so wie es jetzt heißt, eben erst ab 70 kriegen kann. Und, so. Und was steht in der Urkunde drin? Wofür ist das für großes soziales für das, Engagement? Ehrenamtliche Engagement, das ich während meiner, na, sagen wir mal 50 Jahre, wo ich das jetzt gemacht habe, geleistet habe. Bevor wir sozusagen ein bisschen in den menschlichen Teil kommen, noch eine Frage. Was ist eigentlich typisch für Oferdinger? Was ist der typische Oferdinger, der Herr Gehr, oder was ist typisch? Ach, das ist schwierig zu sagen, aber der Oferdinger, der ist solidarisch mit seinen Mitbürgern, setzt sich für seinen Ort ein, setzt sich auch für seine Vereine ein und hilft dort, wo es notwendig ist. So, und gibt es auch Schwächer bei Dieter Gehr? Gibt's auch. Da musst du nachdenken, guck. Man muss überlegen, ob man alle preisgeben soll. Wir sind ganz, aber, der Nils hat gesagt, wir sind ganz unter aber uns. Aber eine große Schwäche sind bei mir die Süßigkeiten und Kuchen sieht man gar und nicht. Torten. Man ja, sieht aber nichts davon. Ich meine, ich muss dann immer mal wieder 2-3 Tage einhalten, dass man wieder in Form wieder kommt. Ein bisschen weggeht. Wenn Sie nicht in Oferdingen geblieben wären, wo wären Sie dann hinzogen? Ich wollte mich mal in Blaubeuren auf eine Filialdirektorstelle bewerben, aber da hat meine Familie dann gesagt, da wollen sie nicht hin. Echt? Und obwohl dann, das ja sicher auch schön war. Und dann habe ich gesagt, na bleiben wir halt da, wo wir sind. So, und jetzt zu diesem ganzen sozialen und großen ehrenamtlichen Engagement gibt es noch ein drittes Stichwort, das ist die Kulturscheune. Ja. Was hat es damit auf sich? Also die Kulturscheune, das muss ich sagen, die liegt mir sehr am Herzen. Diese Vision damals entstand bei der WM 2006, wo wir unten in der Dorf, also in der jetzigen Scheune auf Großleinwand die Fußballspiele übertragen haben. Dann kam, das war im Herbst 2007, kam der Albrecht Hennes und sein Bruder, der Robby Hennes, zu mir aufs Rathaus und sagten, aus der Scheune könnte man doch was machen. Die ist gleich hier um die Ecke, ist nicht weit weg. Und am Dorfplatz. Ja. Und wohlweislich vorausschauend hat schon der Bezirksgemeinderat 1998 das Vorkaufsrecht für diese Scheune ausgeübt, weil das ganze Areal bereits verkauft war. Aber damals haben wir gesagt, die Scheune darf nicht in fremde Hände gehen. Die behalten wir mal vor, da kann man noch was draus machen. Und jetzt ist eine Gruppierung im Ort, hat sich etabliert, die sagen, wir wollen aus der Scheune eine Kulturscheune machen. Mhm. Und aus der Idee oder aus der Vision ist eine Idee geworden, aus der Idee sind Pläne geworden, die umgeworfen wurden, wieder neu konzipiert wurden. Und jetzt haben wir eine Planung, die auch mit der Stadt abgestimmt ist und auch so jetzt, wie es aussieht, verwirklicht werden kann. Wir sind jetzt so, damals hatte ich gesagt, das ist ein Marathon mit Hindernissen. Mhm. Das war 2007. Mhm. Aber 2012 biegen wir jetzt auf die Zielgerade ein. Und ich bin eigentlich sehr optimistisch, dass wenn jetzt im Herbst der Antrag für die Zuschüsse gestellt wird beim Regierungspräsidium, dass diese auch bewilligt werden. Wir haben ja bisher schon 2 Minister, einen Staatssekretär und einen Landtagsabgeordneten gewonnen. Und die haben alle uns zugesagt, dass sie uns unterstützen. Gut. Und da kann ja eigentlich fast nichts mehr schief gehen. Nichts. Das ist aber natürlich das Stichwort. Lieber Herr Gehr, das ist das Stichwort für die Bierdeckel-Fragerunde. Es ist, sage und schreibe, ein Bierdeckel zustande gekommen. Das ist aber ja wunderbar. Der hat eine sehr wichtige, eine sehr existenzielle Frage hier drauf geschrieben. Was muss ich denn tun, dass ich arm werde? Geld ausgeben. Okay, klare Spende, Antwort. Spende für die Kulturscheune. Geld ausgeben. Für was geben Sie Ihr Geld aus, wenn ich fragen darf? Spenden für die Kulturscheune. Ich, ja. ich bin... Für was prassen Sie mal so richtig raus, als Sparkassenwirt? Ich bin, ja, ich bin doch Rentner, raus. Aber ich gehe... Ja, aber als Rentner, wo haut man mal so richtig die fetten Laschen raus? Ich gehe gerne in Urlaub. Ah, okay. Und wo geht's da hin? Thailand? Grönland. Nee, also immer gut, wir haben schon größere Reise gemacht. Ich war in Namibia, ich war in der Karibik. War an der kurischen Ernährung und in Istanbul und natürlich live im Lamm, aber das ist ja kein Urlaub. Nein, das ist Arbeit, harte Arbeit, aber wird trotzdem gut bezahlt. Okay, wir können jetzt nur stundenlang nicht nur reden, sondern vor allem Ihnen zuhören. Wir freuen uns sehr über Ihre
dynamische Art. Behalten Sie die. Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit. Wir sind danke. In der Sendung am Ende des Was für Live im Lamm. Nicht nur für heute, sondern wir treten in eine wohlverdiente Sommerpause. Ich möchte mich nochmal bei unserem Stargast bedanken. Natürlich bei der K.O.-Band, die hören wir abschließend. Natürlich beim Nils, bei unserer Technik. Schwimmen Sie nicht so weit hinaus in der Karibik, sondern denken Sie immer dran, ich muss wieder heim nach Oberdingen. Das ist wichtig. Danke für Ihre Treue und für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen. That's why I play.